Hi und willkommen zu einer neuen Folge Rise to Ruins. So da la. Guckt euch unser florierendes Riesendorf an. Ist es nicht wunderschön? Hey, was haben wir denn da? Einen Stein. Nein, eine Schatzkiste, die wieder keiner öffnen wird. Die stimmt doch gar nicht. Die haben gerade erst was geöffnet. Jokdog, ein neuer Dogo hat sich uns angeschlossen. Ich brauche jetzt wirklich eine Hundehütte. Als allererstes bauen wir jetzt dann ein Dogo-Haus, sobald das Haupthaus abgegradet ist. Ah, das Haupthaus ist abgegradet. Yeah. Dogo-Haus. Und ich baue es irgendwo hier oben hin, weil die Dogos kämpfen recht gerne, habe ich gesehen. Die sollen ruhig auch ein bisschen was von der Action haben. Gut, gut. Ich würde ja außerdem gerne noch einen Außenposten hinbauen. Auch wenn ich mir noch nicht ganz sicher bin, wie die wirklich funktionieren. Ah, Mauern grenzen also tatsächlich meine Reichweite ein. Das ist gut zu wissen. Dann sollte ich nämlich hier dringend eine Tür reinbauen. Weil Türen anscheinend die Reichweite nicht eingrenzen. Zumindest nicht so. Aber vor eine Tür könnte ich auch keinen Ballistenturm bauen, aber einen kleinen Turm. Und von da aus könnte ich mich dann wieder erweitern. Aber dann muss hier eine Tür rein. Weil sonst die ganze Reichweite verloren geht. Das mache ich jetzt noch. Ach, Quatsch. Die drei Mauern müssen bitte weg. Hilft nix. Ach verdammt, das Tor muss noch vorne eins weiter, oder wie? Mist. Ich glaube schon. Kommt da jemand? Hallo? Da kommt wer. Sehr gut. Oh, Gewitter. Oder? War das gerade Gedonner? Gedonner? Gedonner, Gedröll? War das gedrölliges Donner? Ich glaube schon. Okay. Tatsächlich, das muss hier hin. Verdammt. Ist aber nicht schlimm. So. Und dann können wir hier nämlich auch weiterbauen. Und wie? So, und gleich noch zwei kleine Türme, die den großen Turm beschützen quasi. Und dann sind wir eh schon wieder am Limit der Gebäude. Das war schon wieder zu viel. Das sind auch schon wieder viel zu viele Baustellen auf einmal. Es tut mir leid, Arbeiter, dass ich euch immer so überfordere. Aber ihr seht es ja selbst, das ist wichtig. Wir haben keine Zeit. Monster überall und so. Es ist einfach krass hier. Aber jetzt lasse ich sie erstmal das bauen, was ich jetzt wieder in Auftrag gegeben habe. Das dauert eh ein bisschen. Aber das Gute ist, dass der untere Turm die neuen Baustellen jetzt schon beschützt. Der neue Magieturm leider nur die unteren Gebäude, aber passt schon. Der Turm ist sowieso krass. Kann es sein, dass sich über Wasser hinweg die Baureichweite vielleicht auch nicht so weit verbreitet wie an Land? Es sieht für mich sehr stark so aus, weil dass dieses Dogo-Haus so viel Reichweite hat, kann ich mir nicht wirklich vorstellen. Das hat 16, so wie fast jedes andere Gebäude. Wenn ich jetzt zum Beispiel hier so einen Small Fountain nehme, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Könnt mir vorstellen, wenn der Wald hier nicht wäre, dass wirklich 16 ist. Ja, Wasser begrenzt das sehr, Mauern machen direkt zu. Aha, wenn ich mich also nach oben ausbreiten will, sollte ich das Wasser wegkriegen. Ich verstehe. Und den Tower-Defense-Gedanken baue ich hier einfach mal noch eine Mauer. Einfach nur, damit die da außen rumgehen müssen und die ein bisschen einen längeren Weg haben. Aber jetzt lasse ich die erstmal in Ruhe ihre Türme bauen. weil die Monster schon wieder restless sind. Aber jetzt verstehe ich das wenigstens. Das hat mich schon lange gewundert. Aber so mag ich Spiele gerne spielen. Mir ist es lieber, ewig lang im Dunkeln zu tappen und mich dann irgendwie so drauf hin vorzutasten, wie es funktioniert, als dass ich irgendwo in Wiki schaue. Das mache ich schon auch gerne, aber erst sehr viel später. Wenn ich das Gefühl habe, jetzt weiß ich so ziemlich alles, nur Frage X, Y und Z sind noch offen, dann lese ich auch gern mich ein irgendwie. Aber ansonsten macht es mir am meisten Spaß, das einfach selbst zu erleben. Können wir vielleicht hier das Tor noch schnell bauen? Das wäre echt hilfreich. Weil sonst kommen alle Monster einfach durchs Tor rein und dann ist irgendwie auch umsonst. Da kommen sie eh schon, die Nervigen. Ein nerviger Geist. Naja, für den brauchen wir auch kein Tor wenigstens. Sag mal, werden die Monster immer robuster und robuster? So 500 HP für so einen Geist ist schon krass. Ist er schon tot? Ich glaube schon, aber jetzt will keiner mehr weiterarbeiten. Ah doch, die holen nur neue Steine. Sehr vorbildlich. Sehr löblich. Okay, Nacht. Jetzt geht's los. Jetzt wird's ernst. Oh, hier sind auch schon welche, aber nur ein Geist. Der ist nicht so gefährlich, glaube ich. Okay, heilige Golems, haltet die Monster im Wasser, dann können sie gemütlich weggeschossen werden. Genau so habe ich mir das vorgestellt. Sehr schön. Sehr gut gemacht. Cool. Ja, so heilige Golems beschwören, damit man die anrückenden Truppen bremst, macht echt Sinn, ist echt cool. Dann können die nämlich von den Türmen weggeschossen werden. Das ist wirklich ein Tower Defense Spiel. Warum checke ich das jetzt erst? Das bin ich echt nicht überrissen. Also natürlich nicht, ne, kein reines Tower-Defense-Spiel. Es ist viel. Es ist komplex. Auf jeden Fall. Jetzt geht ihr ein bisschen zu weit vor Golems, aber ist schon okay. So, wo sind denn jetzt alle anderen Golems zum Beispiel schon wieder? Was machen denn die da? Warum ist denn der da unten? Und die anderen? Wir sollten 4 Golems haben. Aber die laufen hier einfach planlos durch die Gegend irgendwie. Komisch, oder? Die sollten da oben kämpfen. Das wäre eigentlich gut. Das wäre eigentlich eher so Sinn der Sache. Aber naja. Okay. So, hier passt's. Hier sieht's auch gut aus. Keine Probleme soweit. Die Arbeiter können sogar gemütlich die Türme weiterbauen, während hier gekämpft wird. Das ist echt cool. Die halten das echt gut vom... Ah, Electric Storm. Na super. Jetzt bräuchte ich so einen blöden Blitzkollektor, wo ich mir immer gedacht habe, na, wann braucht man den schon mal? Ein Lightning Rod. Jetzt kommen wieder ein bisschen viel Monster auf einmal. Ist ja auch Mitternacht. Ja, magischer Turm. Brutzel die weg. Skelette sind echt so schnell. Furchtbar. Ja, aber dann hat der Turm da unten auch mal was zu tun. Dem wird sonst nur langweilig. Trotzdem sind mir da echt schon wieder zu viele Monster um den Turm rum. Das gefällt mir nicht. Da muss dringend eine Mauer davor. Oder drum, herum. Muss alles besser geschützt werden hier. Vor Monsterbefall. Der ist noch nicht mal fertig und wird hier schon so in die Mangel genommen. Finde ich nicht gut. Da kommen ja immer mehr, statt weniger. Okay, wartet mal. Geschwindigkeit verringern. Ich ziehe jetzt 3 Arbeiter ab und mach die zu... Wo ist denn die Baracke? Und mach die zu... Kriegern. Okay. Damit die hier kämpfen. Es muss mehr gekämpft werden, offensichtlich. Ich brauche mehr Krieger. Die Golems alleine reichen scheinbar nicht. So, machen wir wieder zweifache Geschwindigkeit. Jetzt kommt mir die normale Geschwindigkeit echt wie Zeitlupe vor, nach so langer Zeit auf zweifacher Geschwindigkeit. Crazy. Sind das alles meine Golems hier? Ja, cool. Meine Steingolems. Na, endlich kommen die mal. Die fangen hier die Monster ganz gut ab, aber ich schicke denen nochmal einen heiligen Golem hinterher. Manchmal fällt es mir echt ein bisschen schwer zu sehen, was eigentlich los ist. Ich versuche auf rote und gelbe Ringe zu achten. Das kann man auch am besten lesen. Und mit dem ganzen Blut sind auch teilweise die roten Ringe nicht wirklich sichtbar. Aber ich glaube, es läuft ganz gut. Fragezeichen vielleicht für uns möglicherweise. Könnte schon sein. Wer weiß das schon so genau? Ah, ich glaube, ich hole noch ein bisschen Golem-Verstärkung hier. Ein bisschen magische Kurzzeit-Golem-Verstärkung, weil da kommt doch nochmal ein ganz schöner Trupp Kopfloser. Die Nacht ist noch jung, also wir haben noch ein paar Stunden. Das ist echt cool, dass die da weiterarbeiten. Wenn der Turm noch fertig werden würde, das wäre natürlich der Wahnsinn. Na gut, geladen müsste auch noch werden. Ist nicht so leicht. Ich sammle mal ein bisschen Mana, das hier von den ganzen Toten liegen bleibt, weil damit können wir gleich nochmal einen neuen heiligen Wächter-Golem beschwören, der uns da ein bisschen hilft. bisschen unter die Arme greift. Weil, wie gesagt, es fällt mir echt noch immer schwer, die Kämpfe hier zu lesen. Dadurch, dass auch die Toten noch Ringe haben, weiß ich teilweise wirklich nicht, was los ist. Oh, morgen ist schon Winter. Uiuiui. Na gut. Wir haben über 150 Rationen und über 120 oder genau 120 Wasserflaschen und über 6000 Wasser an sich. Das dürfte doch ein bisschen reichen, hoffentlich. So, jetzt macht die Reste noch fertig und baut die Türme auf. Und dann war das eine ziemlich gut verteidigte Nacht. Aber es kam auch nicht viel, ne? 77 Kills nur, im Vergleich zu gestern nix. 94 gespawnt. Diesmal haben die sich wieder vermehrt, die Schweine. Ich sag mal, gegen was kämpfen denn die da noch? Irgend so ein Skelett. Moment mal. Kann man eigentlich Türme auch upgraden? Ja, und wie man das kann. Das habe ich irgendwie noch nie gemacht. Macht mehr Schaden und hat noch mehr Reichweite. Ja, hallo. Warum machen wir das denn nicht schon früher? Leute, für heute ist Schluss. Und morgen werden die ganzen Türme überall upgegradet. Morgen ist großer Turm-Upgrade-Tag. Haha. Und dann können sich die Zombies warm anziehen. Die Skelette auch. Die Geister vielleicht auch. Und was sonst noch kommt, bestimmt auch. Macht's gut. Bis dann. Ciao.